Wir erklären, wie geht Zwölftonmusik. Aktuell führt die Bayerische Staatsoper Ernst Krenneks Zwölftonoper Karl der Fünfte auf. Aber was ist das überhaupt? Zwölftonmusik. Die Zwölftontechnik funktioniert nach einem ganz anderen Prinzip als Dur- und Molltonarten. Sie nutzt alle 12 Töne der Tonleiter. Die 12 unterschiedlichen Töne werden neu arrangiert zu einer 12-Tonreihe. Hier abgebildet ist die von Karl der Fünfte. Diese eine Tonabfolge prägt die gesamte Musik des Stücks. Moment, wie ist das möglich mit nur einer einzigen Reihe? Ganz einfach, mit Variationen. Krenneck lässt beispielsweise die Grundform von hinten nach vorne ablaufen. Das wird als Krebs bezeichnet. Oder er kehrt die Tonabstände, auch Intervalle genannt, zwischen zwei aufeinanderfolgenden Noten um. Von oben nach unten und von unten nach oben. Diese Variationsart heißt Umkehrung. Das sind nur zwei Beispiele für die Möglichkeiten, die die Zwölftontechnik bietet. Wie bei einem Kanon können auch verschiedene Instrumente zeitlich versetzt mit der Reihe starten. Oder sie beginnen mit anderen Tönen als dem ersten. Und wie sieht das nun in der Oper aus? Das ist der Anfang aus dem Klavierauszug. Wer findet die Zwölftongrundreihe? Hier ist sie. Mit dieser Methode hat Ernst Krenneck Karl der Fünfte komponiert. Und das handschriftlich, ganz ohne Computer. Warum interessierte er sich dafür? Krenneck war immer am Puls der Zeit. Vor rund 90 Jahren war Zwölftonmusik das Neueste vom Neuen. Eine Revolte gegen alle Musiktraditionen. Dem konnte Krenneck nicht widerstehen und hat das Experiment gewagt, die erste Zwölftonoper überhaupt zu schreiben. Keine Frage, das Ergebnis entspricht nicht immer unseren Hörgewohnheiten. Aber gerade deswegen ist Zwölftonmusik immer für eine Überraschung gut. Wir wünschen viel Freude beim Entdecken.